Willkommen zurück zu Warriors Orch 3 Ultimate. Heute kommt der Orochi X. Darauf habt ihr alle gewartet, ne? Das erste Mal, dass wir mit ihm spielen, vielleicht sogar der letzte Charakter, den wir noch nicht gespielt haben. Nee, es gibt noch Ying Long zum Beispiel, den habe ich auch noch nicht genommen. Ah, kommt noch alles zu seiner Zeit, Freunde. Gut, Chin Tsai, was hast du zu sagen? Du bist hier allein im Camp. Mit mir, mit Keiji Maeda. You're strong, Master Keiji. Yes, I've seen fighting battle with you, but the strength of those with nothing to protect can easily crumble. Very well then. From now on, I protect you, okay? Which means, in turn, I'm protecting you from the flaw that lies within your strength. Hä? Ziemlich tiefgründig. Na gut. Ja, legen wir direkt los, denn das Camp ist so leer. Wie Keijis Herz. Spaß beiseite. Heute kommt Battle of Shizugatake. Das war sehr interessant, denn wir kämpfen jetzt gegen Kenshin und Shingen und Sima Yi. Ja. Die drei zusammen. Krass, ne? Also, macht euch auf strategische Meisterleistungen gefasst. Das wird ganz, ganz großes Kino hier bei Shizugatake. Aber ja. An Kampfeskraft wird es uns mit diesem Team nicht mangeln. Orochi, Nobunaga und Todomeki. Ja gut, Todomeki, aber... Ja, egal. Er ist dabei. Dabei ist alles. Jo. Defeat the Takeda Uesugi Way Coalition in order to keep Daji from their grasp. Machen wir nochmal. Auf Chaos. Chaos Control! Due to the victory at Yangping Gate, the Resistance Army was able to gain the cooperation of Zhengfei, Tadakatsu Honda and the generals of Shu and the Tokugawa clan, thereby clearing the way to Chengdu. Just then, urgent news arrived. The Takeda and the Uesugi had formed a coalition at Shizugatake in order to defeat Daji. The Wei Army had also joined their ranks. If they let this go unanswered, then Daji's rear flank would be in danger as she made her way to Koshi Castle. Machao and the others quickly turned their forces back towards Shizugatake. Oh no! This doesn't look so good. Not only are the Takeda and Uesugi against us, but now the Wei Army also joined them as well. They really don't like Daji, do they? Yet that does not change the fact we must make our case with them. If we present them with a common enemy, then maybe we can combine the strength of mankind together as one. Jetzt kommt er natürlich wieder. However, if we first have to prove to them that we are not that enemy. I am not sure what chance we stand against both my lords and Master Kenshin, but I shall give it my all. Oyakata-sama! Yukimura! Oyakata-sama! Yukimura! Oyakata-sama! Ja, selbst hier sagt das. So ein Sengoku Basara Easter Egg. Weil da sind die beiden noch auf einer ganz anderen Ebene miteinander, ey. Oh, nee, ey. Die ehren sich immer gegenseitig in Sengoku Basara. Okay. Ja, komm, Orochi X, der chillt noch ein bisschen sein Leben.
noch nicht seine Full Strength, Mystic Sickle, die reicht für diese Schlacht. Alter Team, bei ihm wären Spirit Reaper, Eternal Agony X, damit wird alles sofort zerstört. Life Drainer, Sickle, Dirt Scrapers, damit er auch seinen Scheiß wegmacht, ne? Und Perpetual Horror. Ja, Nobunaga, der wird auf jeden Fall jetzt richtig abgehen. Demon Slayer. Und... das habe ich immer noch nicht verbessert. Das muss ich mal tun. Das werde ich mal tun nach dieser Schlacht. Auf jeden Fall Midnight Essence. Das werden wir hier verwenden. Auch die vernünftige Waffe von ihm. Ja, Shingen und Kenshin müssen vernichtet werden. Hideyoshi Toritomi darf nicht sterben. Wir haben meine Gegner. Shingen, Zhao Pi, Kenshin und sonst nichts Nennenswertes. Da kommen noch richtig viele Hinterhaltsrunden dazu. Es ist viel zu ruhig am Anfang. Ne, Shizugatake werden wir nicht nehmen. Das Theme. Wir nehmen jetzt Aoji X Theme. Erstmal in Stimmung kommen hier. Das ist eigentlich das Final Battle Theme, Freunde. Jetzt zeige ich euch wahre Stärke. Orochi fucking X, der beste Charakter des Spiels mit Hundun. Ihr müsst bedenken, ich habe nicht mal die beste Waffe, ne? Und jetzt kommt der Move wieder. Jawohl, alles klar. Alles klar, ist ja gut, Orochi X. Ist ja gut. Ja, aber sicher, aber sicher. Ihr könnt das ganze Spiel auf Chaos durchspielen, nur mit Orochi X Level 1. Weil ihr müsst nur diesen Move spammen. Der ist so broken. Und mit diesem Move klaut ihr den Gegnern die Musu-Anzeige. Musu leert sich komplett bei den Gegnern. Das heißt, ihr habt nichts mehr zu befürchten. Jetzt habe ich auch noch die anderen Moves. Wieso kann ich die Usugis hier nicht besiegen? Hey? Gehören die zu mir? Das sind wahrscheinlich die von Kanetsugu, ne? Ja, okay. Der hat ja auch Usugi-Einheiten. Bisschen verwirrend gerade. Das ist auch geil, weil den könnt ihr so kombinieren. Erst hochfliegen und dann runter, wenn man nicht in Luft getroffen wird. Oder dieser heftige Strahl. Auch so heftig. Oder, was auch broken ist, ist das hier. Wie Law bei One Piece Pirate Warriors. Und das war fast ein One-Hit mit der schlechteren Waffe, ne? Just saying. Und dunkle Aura. Bam. Alles sofort zerstört, ey. Es ist so krass, Mann. Soul GX. Hier, gib mir mal deinen Musu. Ja, jetzt aber Dodomeki mal. Ja, und der stirbt schon fast. Das könnte mir mit Orochi X nicht passieren. Das ist übrigens das alternative Outfit von Dodomeki. Was auch noch storyrelevant wird, denn QB hat diese Dämonen in ihren Reihen. Die haben die Farbe bei QB. Das ist ganz cool, ne? Da sehen die wirklich so aus. Und Hundun hat halt schwarz-rot. Und die sehen wir nur im Gauntlet-Mode. Hey, Zhao Pi. Lange nicht gesehen. Altes Haus. Zack. Das ist der beste Move, Mann. Nee, Quatsch. Das hier war der beste Move. Bam, mit der Schockwelle, genau. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir schleunig zur Hauptlage kommen. Nobunaga, it's your turn. Nee, es ist nicht sein Turn, weil Dodomeki ist ein bisschen schneller, wie ihr merkt. Ah, Nobunaga ist gleich dran. Was planen die wohl? Reinforcements, Takeda Kavallerie, natürlich, war klar. Die legendäre Takeda Kavallerie wieder mal. Yukimura geht zum Zentrum. Es ist Yukimura at once. Ja, kriegen wir ihn, hoffentlich. Hoffentlich. Kaizugu, mach doch mal was. Du bist der Invincible Naoe. Du musst mal was machen. So, jetzt kommt Nobunaga. Los geht's. Sein Musu, der nicht so gut ist. Ah, deswegen mache ich den noch nicht weiter. Mach lieber diese schönen Sachen. Ja.
Und der beste Move von Nomura. Ich finde nur die Gegner gar nicht. Ah, da bist du, schau du. Star Wars? Ist das Star Wars? Den Move mache ich gerne, aber das stunt die Gegner und dann kann man den hinterher kombinieren. Sau geil, Mann. Star Wars, ey. Diese Sounds. Ich habe schon mal gesagt, dass es kein Lichtschwert ist. Habe ich damals vermutet, ist aber nicht so. Es ist ein Schwert mit einer dunklen Aura. Der dämonischen Aura. Du, Yukimura, ich hoffe, wir sind gleich noch rechtzeitig da. Tschüss, Mann. Magnificent. Ja, ich weiß. Musst du das Tor einnehmen, Yukimura? Nö, musst du nicht. Alles gut. Wow, ich habe voll viel Leben verloren. Warum machen die so viel Schaden? DTF? Dann brauchen wir wohl den richtigen Krieger hier. Orochix. Los geht's. Das ist wohl die legendäre Kavallerie hier. Lächerlich. Ihr kommt hier nicht mal vorbei, ihr Lappen. Oh, nochmal. Tot. Und ein Leiste komplett weg von Simai. Alter, der Schaden, ey. Orochix, du kranker Bastard. Guckt's euch an. Ist so fucking insane. Und jetzt so mit Axt des Kriegsgolds. Ja, moin. Jetzt komm. Nimm sie. Ja, jetzt geht's rund. Alter, Orochix ist so ein fucking geiler Charakter. Oh mein Gott. Nicht mehr von dieser Welt, so gut ist der. Also Musu wieder klauen. Falls sie überhaupt Musus haben. Wie gesagt, ihr braucht nur diesen Move eigentlich. Ich sage euch alles. Orochix hat Simaxun besiegt. Wie schön. Er hat alle besiegt. Das ist halt Orochix. Und es stunt auch noch. Und in meinem Fall friert es ein. Wow, es ist einfach nicht mehr von diesem Planeten. Beyond Godlike, diese Stärke von ihm. Wer ist hier drin? Yoshiaki Mogami? Tatsächlich. Nee, Murakami. Yoshikiyo. Das wäre anders. Okay. Ich dachte, es wäre Yoshiaki Mogami. Fail. Schade. Aber Yoshikiyo Murakami. Soll ich dir was sagen? Wo bist du? Da bist du. Wow, er hat's überlebt. Ridiculous. Konntest du was so überleben? Und. Total destruction is my thing. I'm the god of fucking destruction. I am Orochix. Orochix. Wer will als nächstes sterben? Ihr hier bei Kanetsugu, ihr brennt ja schon in dem Feuer der Hölle. Kagetora Usugi, du bist ein Niemand. Und das werde ich dir jetzt auch beweisen. Und Aya, dich verspeise ich zum Frühstück. Denn ich bin der God of Destruction. Thank you.
Da sind sie stolz, wa, auf ihre Krieger. Es ist Zeit, dass sie die Waffen niederlegen. Sonst wird Orch X sich die schon eh schnappen. Glaubt mir. Ist auch so broken hier. Und ich verliere nicht mal ein bisschen Energie mit ihm. Wenn das nicht der beste Charakter ist, der fressen die ganze Besenkammer. Das ist safe der beste Charakter. Ihr mit euren scheiß Xushu. Steckt den euch sonst wohin. Allein dieser Move ist besser als komplex Xushu. Meine Fresse. Nur weil Xushu diesen einen R1-Move hat, ist er auch nicht der beste Charakter, Mann. Bleibt mal realistisch, Alter. Müsst das Gesamtpaket beurteilen. Und bei OGX ist jeder fucking Move broken. Jeder Move. Und wer jetzt meint, dass dieser eine Schussmove nicht gut ist, der liegt da auch falsch. Denn der hat eine insane Reichweite. Alter, ja moin! Ja moin! Habt ihr überhaupt noch was zu melden? Okay. Alter, ich hab fast nur OGX gespielt. Es tut mir leid, es macht zu viel Bock mit ihm. Shingen, dein Musu ist weg. Tut mir leid. Total Destruction. Und er hat's geblockt, der Penner. Ja, natürlich. Der Move, Mike. Der hat eine insane Reichweite. Und tschüssi. Ach ja, übrigens, das war nicht seine Full Power, ne? Das war nur die Mystic-Waffe. Ja. Ha! Das ist auch schon X, ne? Mehr muss ich nicht sagen. Until they know what the other lords are planning, Kenshin and Shingen cannot agree to cooperate with you. If the rest of them thought that the Yusugi and the Takeda had joined Dachi, then all out war would erupt. In exchange, I shall go with you. Both the Yusugi and the Takeda desire to help you. Please, think of me as a bridge between us. Yo, du bist willkommen, Aya. Und Zauberin gibt mir noch Ritiken und oh, gerade zu The Invincible Naoe. Hoho! Natürlich impressive. Natürlich ist es impressive. Es ist ja auch Love and Honor can overcome anything. Es war OGX. Natürlich ist es impressive, was der macht. Oh mein Gott. Gucken wir jetzt gleich im Camp ist. Oh, was ein Zufall. Als Hintergrundbild ist jetzt OGX. Das ist rein zufällig, Freunde. So ein schönes hier, passend. OGX. Oh yeah. Der sieht auch so cool aus, Mann. Komm, zieh mal ein Lotterieticket. Und wehe, da ist nichts Gutes dabei, ne? Du wirst deinen Kopf verlieren, aber das ist schon was Gutes. OGX gibt man lieber was Gutes, ansonsten, ne? Kennt ihr ja die Konsequenzen. 7, 10, 11 insgesamt. Ja, das ist ja 12, ist besser. Und noch mehr Slots. Jugeljung bekommt den Raven Wing. Und der ist auch besser. Ja, OGX gibt man lieber Besseres an. Und noch eine seltene Waffe. Geil. Aber die kann ich leider nicht gebrauchen. Na, wobei, die ist besser als Spirit Sickle. Nice. Bronze Started Staff. Das ist der erste Schrott. Na, jetzt kommt nur Müll. Aber ich kann mich nicht beschweren. Und OGX kann sich auch nicht beschweren, Mann. Alles gut, Leute. Kai Basara. Kai Basara. Tonbogiri. Ja, ist scheiße. Silver Swallow. Ah.
nicht ganz so gut. Aber das war eine super gute Lotterieziehung. Wow, was ist hier viel los? Wow. Das Geschäft brummt hier. Na, Tea Party reicht. Alright, it's time to drink. Keep them coming until I say so. A party. How pleasant. Cha, cha. Oh. Parties such as this are useful for helping me come up with new strategies. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Da-da-da-da, all cheeks hat's mal wieder geschafft. Ja, ich werde jetzt gleich offscreen auf jeden Fall die Mystic-Waffe von Dodomeki noch verbessern. Daumen hoch, falls euch Orochi X gefallen hat. Oder die Schlacht. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao! We'll be right back.